Grüß Gott, ich bin Pater Augustinus von St. Ottilien. Ich begrüße euch von nah und fern ganz herzlich zur Meditation. Das Thema für die heutige Meditation heißt Gewissen. Der Mensch ist keine Maschine. Er ist ein vernünftiges Wesen. Jeder Mensch hat ein Gewissen, das ihm sagt, was gut ist oder auch was schlecht ist. Der Konflikt zwischen Gut und Böse besteht seit Anbeginn der Zeit. Unser Gewissen ist mehr als ein gutes Gefühl. König Salomon bittet Gott: Verleih deinem Knecht ein hörendes Herz, damit er dein Volk zu regieren und das Gute vom Bösen unterscheiden versteht. Die Tatsache des Gewissens ist unbestreitbar. Das Zweite Vatikanische Konzil sagt: Im Innern seines Gewissens entdeckt der Mensch ein Gesetz, das er sich nicht selbst gibt, sondern dem er gehorchen muss und dessen Stimme ihn immer zur Liebe und zum Tun des Guten und zur Unterlassung des Bösen anruft und, wo nötig, in den Ohren des Herzens tönt: Tu dies, meide jenes. Denn der Mensch hat ein Gesetz, das von Gott seinem Herzen eingeschrieben ist, dem zum Gehorchen eben seine Würde ist, ungemäß dem er gerichtet werden wird. Das Gewissen ist die verborgenste Mitte und das Heiligtum im Menschen, wo er allein ist mit Gott, dessen Stimme in diesem seinem Innersten zu hören ist. Wir können Gottes Stimme im Lärm des Alltags verdrängen und verlieren immer mehr die Hörfähigkeit. Viele Menschen unserer Zeit orientieren sich oft nur an Konsum, Geld, Karriere und Lust. Sie sind in ihrem Alltagstrott gefangen und unzufrieden, weil ihr Bedürfnis nach Wachstum nicht mehr befriedigt. Ihr Herz wird immer härter und verliert alle Sensibilität. So läuft das Leben leer. Der bekannteste Mystiker, Thomas Berton, spricht von der Abkehr der Welt. Das große Problem, vor das sich die Christenheit gestellt sieht, sind nicht die Feinde Christi. Die Verfolgung hat dem inneren Leben der Kirche als solchem nie großen Schaden zugefügt. Die eigentlichen religiösen Probleme existieren in den Seelen unter uns, die im Herzen an Gott glauben und wissen, dass sie verpflichtet sind,
ihn zu lieben und ihm zu dienen und es doch nicht tun. Merton spricht weiter, tatsächlich können wir uns gar nicht Gott weihen, ohne zugleich ein inneres Leben zu führen. Alles Materie ist vergänglich. Das, was unsere Seele berührt, das bleibt für immer, wie Gandhi gesagt hat. Der Mensch ist dort, wo seine Seele ist, nicht dort, wo sein Körper sich befindet. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Gott hat einen Anspruch an den Menschen. Er sagt zu uns: Suchet mich, so werdet ihr leben. Es gilt, Mut zum Neubeginnen zu haben und die Lebensübergabe an Gott zu erneuern. Jesus spricht: Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Wir müssen uns nur darauf einlassen, Gottes Wort, die Bibel, zu lesen und uns neu beleben zu lassen. Von dem Gott, der alles geschaffen hat. Jesus sagt: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber mit ihm können wir es. Lieber üben, das Böse mit Gutem besiegen. Langsam oft in kleinen Schritten. Überall da, wo Menschen um des Glaubens und Liebe willen losgehen, um zu helfen und das Gute zu tun und das Böse zu meiden. Einatmen, Gott, du in mir, ausatmen und ich in dir. Diese Atemübung tief in mir verwurzelt, hilft mir, frei ohne Angst meinem Alltag zu leben. Es lohnt sich zu meditieren. Meditation kann zu innerer Balance, mehr Gelassenheit und einem erfüllten Leben führen, statt gestresst und durch den Alltag jagen zu lassen, lernen wir achtsam zu leben. Militärdekan Michael Kühl gibt uns ein paar Tipps, um dem eigenen Gewissen auf die Spur zu kommen. Nimm dir Zeit, dich mit deinen Lebenseinstellungen auseinanderzusetzen. Was ist mir wichtig? Welche Werte? Woran orientiere ich mich? Welche Rolle spielt meine Glaube? Beschreibe dein Ziele und Vorhaben. Was steht an
in nächster Zeit, langfristig. Überlegen, was und wie du sie umsetzen willst. Spiele in Gedanken die Umsetzung durch. Welche Konsequenzen hat das für dich, für andere? Was sagt dir dein Bauchgefühl? Was dein Verstand? Beobachte immer wieder dein Handeln. Mit welchem Gefühl betrachtest du es? Was sagt dir dein Herz, dein Verstand? Was sagen dir deine Mitmenschen? Gib dir selbst Raum, fach dich in eine Zeit am Morgen, was heute ansteht, und in eine Zeit am Abend. Wie war es? Was ist gut gelaufen? Was nicht so gut? Was haben meine Mitmenschen reagiert? Wem habe ich heute etwas Gutes getan? Bei wem ist mir das nicht gelungen? Wer hat mir heute etwas gut getan? Wer hat mich aufgeregt, genervt? Schreib dir immer es einmal wieder ein paar deiner Beobachtungen zu dir selbst auf. Auch die eine oder andere Spruchkarten am Spiegel, in der Küche. Ein kleiner Satz kann Mut machen oder Helferspur zu halten. Tu einfach Gutes. Schau dich im Spiegel an und spüre dabei, wie du dich fühlst. Und steht immer wieder zu dir selbst. Suche Gott, begegne ihm und auch er wird zu dir sprechen. Ich lade euch ein, zur Ruhe zu kommen. Nun wollen wir zusammen beten und meditieren. O Gott, komm mir zu Hilfe. Herr, eile mir zu helfen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Wir hören das Lied. Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht. Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht. Es hat Hoffnung und Zukunft gebracht. Es gibt Trost, es gibt Halt in Bedrängnis, Not und Ängsten. Ist wie ein Stern in der Dunkelheit. Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht. Es hat Hoffnung und Zukunft gebracht. Es gibt Trost, es gibt Halt in Bedrängnis, Not und Ängsten. Ist wie ein Stern in der Dunkelheit.
Wir sitzen so still wie möglich und schließen unsere Augen. Ein Klangschall klingt. Wir hören zu. Worin glaubt ihr? Worin liegt die Heilskraft? Bei der Klangschale oder beim Zuhören. Lauschen macht still, das ist heilsam. Die Klangschalen geben uns die Fähigkeit, offen zu sein. Und der Körper ist im Augenblick entspannt und locker. Und bereit für die Meditation. Wir richten unsere Wachheit auf das Hören und auf das Spüren. Thank you.
sitzen wir in der Stille. Einatmen, Gott, du in mir. Ausatmen und ich in dir. Wir bleiben wach, warte auf Gottes Wirken in deinem Herzen und in deinem Leben. Wir legen alles in Gottes Hände. Gott, du in mir, ich in dir, du in mir, ich in dir.
Im Vaterunser beten wir für leidende Menschen in der Welt, für unsere Angehörigen und Freunde, für den Frieden in der Welt und in uns selbst. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. So segne euch der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich danke euch für das Dabeisein. Lebe, lache, liebe und lege alle Sorgen in Gottes Hände. Zum Schluss hören wir Orgelmusik. Ihr könnt danach gerne noch in der Stille sitzen bleiben. Gute Nacht und bleibet gesund.